Svanhild und ihre Brüder. Gudrun wanderte allein, bis sie das Meer erreichte und stürzte sich in die Wogen, ihr Leben zu enden. Sie ward aber von den Wellen ans Land getragen, dorthin, wo König Jonakur herrschte. Der führte sie in seine Burg. Hier fand sie ihre Tochter wieder. Nachdem sie nämlich in Alfs Halle geflohen war, gebar sie dort ein Mädchen, Sigurds Tochter, das Svanhild genannt wurde und seit Gudrun Adlin folgte, bei jenem König Jonakur erzogen worden war. Jonakur nahm Gudrun zur Frau. Sie gewannen 3 Söhne, Sörli, Hamdir und Erb. Die ersten 2 hatten dunkles Haar wie Gunnar und Högni, der 3. aber hatte rotes. Svanhild hatte Sigurd scharfe Augen und goldene Locken und war von wunderbarer Schönheit. Das hörte Ermenrich, der Gotenkönig, und sandte seinen Sohn Randwer und Siebig, seinen Ratgeber, zu Jonakur, um Svanhildens Hand zu werben. Es sei, sprach Jonakur, das ist eine würdige Heirat und Ermenrich ein machtreicher König. Und Svanhild wurde den Sendmännern mitgegeben. Als sie über die See fuhren, sprach Siebig zu Randwer: Besser geziemte sich's du, gewöhnest die schöne Svanhild zur Frau als sein Vater, der ein alter Mann ist. Der Rat gefiel Randwer. Er ging zu Svanhild und sprach freundlich mit ihr. Als sie aber heimkamen, sagte Siebig zu Ermenrich, dass Randwer heimlich Svanhildens Gunst gewonnen habe. Der König folgte stets zu seinem Unheil den Ratschlägen Siebigs und vermochte sich im Zorn nicht zu mäßigen. Darum befahl er, seinen Sohn an den Galgen zu knüpfen. Und als Randwer unter dem Galgen stand, nahm er einen Habicht, rupfte ihm die Federn aus und sandte ihn seinem Vater. Da der Vater den Habicht sah, kam ihm zu Sinn, dass, wie der Vogel unflügge und federlos, so auch sein Reich ohne Bestand, er selbst nun ohne Erben wäre. Und er entsandte einen Boten und befahl Randwer, vom Galgen zu nehmen. Indessen hatte Siebig aber das Urteil schon vollstreckt und Randwer war tot. Abermals ging Siebig zum König und sprach: Nur Svanhild ist an allem schuld, lass sie mit Schmach sterben. So geschieht's, antwortete Ermenrich. Man band Svanhild auf der Erde am Burgtor fest und ließ wilde Rosse auf sie einspringen. Wie sie aber ihre hellen Augen aufschlug, scheuten die Tiere und wagten nicht, auf sie zu treten. Siebig befahl da, ihr einen Sack übers Haupt zu ziehen, und so ließ Sigurds Kind ihr Leben unter den Hufen der Hengste. Gudrun erfuhr Svanhilds Schicksal. Sie ging zu ihren Söhnen und sprach: Warum sitzt ihr müßig hier? Ermenrich hat eure Schwester jung an Jahren auf dem Herweg zerstampft, durch weiße und schwarze, durch graue Rosse der Goten. Nicht Gunnars, nicht Högnis Art habt ihr geerbt. Einsam bin ich geworden wie die Espe im Wald, entblößt der Freude wie die Föhre, die man der Zweige beraubt hat. Ihr antwortete Sörli klugen Sinnes: Was begehrst du, Mutter, was du vor grimmen Schmerz nicht zu sagen vermagst? Und Hamdir sprach mutvoll: Einmütig wollen wir die Schwester rächen. Schaff uns Waffen! Lachend flog Gudrun zur Rüstkammer und brachte ihnen Brünnen und Helme, die kein Eisen zerschnitt. Aber vor Stein, warnte sie, sollten sie auf der Hut sein. Kampfbereit ritten die Brüder zum Burgtor hinaus. Gudrun aber ging weinend in die Halle und klagte: 3 Feuer kannte ich, 3 Herde hatte ich, 3 Gatten ward ich ins Haus geführt. Sigurd allein liebt dich. Ich ging zum Strand, gram war ich den Nornen, sterben wollte ich, aber die Wogen trugen mich ans Land, leben sollte ich. Wie ein freundlich blinkender Sonnenstrahl war Svanhild hier im Saal. Das ist mir das Härteste, dass sie Svanhilds lichte Locken in den Kot stampften. Das Schmerzlichste, dass sie Sigurd zerschlugen. Das Grimmste, dass Gunnar die Natten nackten. Aber am schärfsten stach mir ins Herz, dass sie Högni lebendig zerschnitten. Nun lass mich sterben, säume nicht, Sigurd, lenke dein schwarzes Ross hierher, gedenke, was du gelobtest, dass du kommen wolltest, aus der Halle Heels mich heimzuholen. Schichtet mir den Scheiterhaufen, ihr Männer, das Feuer verbrenne mir das harmvolle Herz, die leidvolle Brust, in der Glut schmelze mir im Herzen der Harm.
Männern sänftige es den Mut, Jungfrauen lindere es den Schmerzen, wenn sie mein Gramlied zu Ende hören. Da starb Gudrun und wurde verbrannt. Die beiden Rächer fanden Erb auf ihrem Weg auf einem Ross reitend. Er war klein von Gestalt und unschön, aber der Mutter Liebling. Ihn hatte es fortgetrieben zur Schwestern Rache, noch ehe die Mutter dazu mahnte. Euch Blöde musste die Mutter erst mahnen, rief er vorwurfsvoll. Mich mahnte der Schwester Blut. Wie willst du, du fuchsiger Knirps, uns Hilfe leisten? Fragte zornig Sörli. Wie eine Hand der anderen, wie ein Fuß dem anderen. Wie soll uns das helfen? Das dünkt mich verächtlich, rief Hamdir, und ergrimmt ob seiner stolzen Vermahnung, erschlugen sie den Bruder. Sie ritten weiter. Kurz darauf strauchelte Hamdir, erhielt sich mit der Hand und sagte, Erb sprach wahr, hätte die Hand mich nicht gehalten, wäre ich gefallen. Und nicht lange so stolperte Sörli und glitt aus mit einem Fuß, doch stürzte er noch nicht mit dem anderen. Nun wäre ich gefallen, hätte der Fuß mir nicht geholfen, sprach er. Und sie gestanden sich, dass sie übel getan hatten, ihren Bruder zu erschlagen. Sie kamen zu König Ermenrichs Burg und stürmten in seinen Saal, wo er beim Weine saß mit seinem Manne und sich wenig vor den Rächern fürchtete. Streit und Kampf entbrannte. Hamdir hieb Ermenrich die Hände ab, Sörli die Füße. Abgehauen wäre nur noch Ermenrichs Haupt, wäre Erb hier, den wir erschlugen, sprach Hamdir. Sie wehrten sich tapfer gegen die wilde Überzahl. Kein Eisen verletzte sie. Da trat ein einäugiger Mann in Mantel und Schlapphut unter die Goten und rief, Werft Steine auf sie! Da fielen sie. Sörli an des Saales Schwelle, Hamdir an des Hauses Rücken. Fortleben aber wird der Ruhm des Heldentrotzes der Wölsungen und Giokungen, wo immer Menschen davon hören.